Yo, Leute, was geht ab und willkommen auf dem Rap Nation Kanal. Heute kommt mal ein Reichweitentest. Ich habe einen speziellen Gast dabei, zwar den guten Marco. Der hat eine schöne 300er XC. Die fährt er heute auch das allererste Mal so richtig. Ja, moin, ist es stehen geblieben. Läuft sie nicht an oder wie? Voll freaky. Säuft sie mal ab? Weiß nicht. Boah, Alter, geht das schwer. Okay, mach mal. Alter, da geht ja gar nichts. So, Leute, wir sind jetzt auf dem Acker angekommen. Marco, seine Karre läuft jetzt endlich. Wir haben jetzt gerade über eine Stunde gebraucht, um sie ein bisschen zu richten. Und hier ist es rutschig wie nochmal was. Jetzt wird es nur schwierig werden, dazu sagen zu können, wann der Akku fertig ist, weil ich bin jetzt doch ein bisschen alleine rumgefahren. Deswegen glaube ich, wird es jetzt doch nicht als Video kommen. Ich muss mal kurz dazwischen grätschen. Ich kann doch sagen, wie weit wir mit einer Ladung kommen, weil wir fahren jetzt doch ganz schön gut. Ich bin jetzt gerade auf der Maschine von Marco. Wir haben gerade mal ein bisschen Bikes getauscht. So, und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Mein Vorderrad hat auch gar keinen Grip, ey. Das rutscht die ganze Zeit hin und her. Jo. Jo. Ja, und heute sind wir mal ein bisschen auf Marco unterwegs. Traumhaftes Wetter, 5 Grad haben wir und boah, Alter, leck, schaut euch meinen Stiefel an, den habe ich nämlich heute nagelneu zum ersten Mal an. Hochwärts, Vollgas. 3, 2, 1, go! Oh. Jetzt zieht er voll vorbei. Oh. Es macht so Spaß mit dieser Elektro, weil man sich komplett aufs Fahren konzentrieren kann. Schau mal, wie ich aussehe. Jo. Du bist ja komplett voll. Geil. So, wir fahren jetzt mal hier in den Wald hinein. Um ein gutes Kennzeichen. Ich habe mein Kennzeichen wieder abmontiert, weil es einfach eine Scheiße war, was ich gemacht habe. Und jetzt muss ich wahrscheinlich doch wieder das Originale nehmen. Als ob nebendran vorbei, oder? Ah, du meinst die kleinen? Also ich dachte den Riesenbrocken da. Okay, ich probier's mal. Oh! Jo, wir fahren jetzt hier mal gerade so ein bisschen die Gegend ab. schön. Thank you.
So Leute, jetzt blinkt das Moped auf jeden Fall rot, das heißt unter 10%. Jetzt geht es auf jeden Fall Richtung Heimat. Uhrzeit 16 Uhr. So, es blinkt jetzt rot, das heißt unter 10%. Wann sind wir los? Halb drei oder was? Halb drei. Halb vier, vier, ja, eineinhalb Stunden. So grob. Eineinhalb Stunden, klar, du bist ja vorher schon gefahren, aber dafür Arsch im Wald, ja. Manchmal ein bisschen Pause, ja genau. So, Ernstfall testen. Ich mache jetzt nochmal aus. Schauen wir mal, ob sie danach dann nochmal angeht, wenn sie unter 10% ist. Jo. Ja, geht noch. Nice. Ciao, ciao. So Leute, das war's mit dem Video. Grob eineinhalb Stunden Fahrzeit kann man auf jeden Fall wirklich sagen. Macht ultra viel Bock. Sie blinkt gerade schon. Die letzten 10% sind erreicht. Die drosselt dann ja auch runter. Bis 50 km/h, glaube ich, kann man dann nur noch fahren. Ich gehe sie jetzt auf jeden Fall putzen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir super gerne ein Abo da, falls ihr zukünftige Videos von mir auch noch sehen wollt. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, boah, sieht die Karre aus. Dreck von oben bis unten. Das war's wert.